So. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute ein Special-Video, denn wir sind gerade auf dem Flug in der First Class mit der Lufthansa nach Frankfurt von Sao Paulo aus und das ist auch die Strecke, in der die Lufthansa das kürzlich noch nicht ganz gelaunchte Produkt, die Sleepers Raw, veröffentlicht hat bzw. getestet hat. Und das werden wir jetzt mal hier exklusiv für euch mal anschauen. Genau. Wir sind hier tatsächlich auf dem echten Flug. Ihr seht, wir sind in der First Class. Das Video kommt demnächst. Und jetzt begeben wir uns mal in die Economy Class, um in der 747-8 das uns mal anzusehen. Genau. Und an der Stelle auch vielen Dank an die Lufthansa. Wir haben übrigens nichts dafür bekommen, also keine Gegenleistung. Wir haben das Ticket hier selbst bezahlt, müssen aber trotzdem mal, wie üblich, unterstützt durch Produktplatzierung einblenden. Das ist halt nun mal so. Aber wir sind echt super froh. Vielen, vielen Dank an die Lufthansa, dass wir es zeigen können in einem echten Flug. Klasse. Bin gespannt. Das ist jetzt die Sleepers Row. Man kann sie auf verschiedenen Reihen buchen. Es werden aber maximal nur 3 Reihen zur Verfügung stehen, die man sich dann am Check-in dazu buchen kann. Also man hat ja sein Economy-Ticket und wenn es die Situation erlaubt, dass der Flug nicht ausgebucht ist, dann kann man am Check-in bzw. auch am Gate danach fragen. Die Preise, die sind gar nicht so schlecht, die beginnen bei 159 Euro bis zu 229 Euro, je nach Strecke. Klar, ab 11 Stunden wird das angeboten und habe ich einen Flug, der geht 13 oder bis zu 14 Stunden, das ist ja der beste Flug von Frankfurt nach Buenos Aires, da zahle ich höchstwahrscheinlich dann die 229 Euro für die gesamte Strecke. Was habe ich davon? Ihr könnt es gerne hier sehen, ihr habt auf der gesamten Strecke dann ein Bett, eine flache Liegeposition. In der 747 sind es sogar 4 Sitze in der Reihe. Das sind an die 2 Meter, die ihr dann habt und könnt euch dann komplett lang machen. Das habt ihr eigentlich ja nur in der Business oder in der First Class. Und der Aufpreis von der Economy zu der Business oder First Class ist mal eben mindestens 1.000 Euro, eigentlich sogar mehr, die ihr zahlen müsstet für ein entsprechendes Upgrade oder einen Flug, den zu bezahlen. Von daher ist es eine gute Lösung, wer einen Nachtflug hat oder es einfach Wert darauf liegt, ein wenig Schlaf zu haben, ein bisschen Entspannung zu haben, sich breit zu machen, das sage ich immer ganz gerne, der kann das und diese Option gerne nutzen. Das hat sich Lufthansa nämlich überlegt. Natürlich, es ist eine Idee, um dem Kunden etwas mehr zu bieten und natürlich auch mit ein bisschen mehr zu verdienen. Wenn das natürlich die Plätze leer sind, kann man entsprechend damit auch noch etwas verkaufen. Das finde ich völlig in Ordnung, denn ich würde mir überlegen, ob ich denn, wenn ich die Möglichkeit hätte und bin müde, ob ich mir am Gate nicht ein Upgrade auf eine Sleepers Row buchen würde. Dann würde ich sagen, ich teste das mal und lege mich da mal hin. Ohne Champagner, wohlgemerkt. Und es ist übrigens nicht Nein, das Script, das ist die Beschreibung, ja. Das ist die Original-Sicherheitskarte für die Sleepers Row. Denn wichtig zu wissen ist ja, man muss sich anschnallen können und es muss alles ordentlich sein, wie das hier so abgebildet ist. Denn Sicherheit an Bord ist ja wichtig. Das ist ein gutes Sprichwort, denn was werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch sagen. Normalerweise sagt man, oh, warum soll ich dafür Geld bezahlen? Ich kann mich doch, wenn das Flugzeug sowieso leer ist, also die Economy, sowieso flach hinlegen. Dann gehe ich mich einfach nach den hinteren Plätze und lege mich dahin. Ja, natürlich, das könnt ihr machen, aber sicherheitsmäßig ist es nicht richtig, weil ihr könnt euch dann beim Liegen nicht durchgehend richtig anschnallen. Ist also erstmal sicherheitstechnisch gefährlich. Zweitens habt ihr nicht diese Dinge, die wir euch jetzt gleich erzählen. Denn Dominik geht mal jetzt ein bisschen Probe liegen. So, das sieht gut aus. Also, ich bin 1,80 groß und ich kann mir noch, kannst du sagen, ich kann weitere schlafen. Genau. Der Dominik sagt gerade, er ist 1,80 Meter groß. Das heißt, er passt komplett auf die Sitzreihe. Er hat, was ist interessant zu sagen und zu wissen für euch, jetzt verschiedene
Amenities oder Dinge aus der Business Class erhalten. Einmal ist das große, flauschige Kissen. Das ist aus der Business Class. Das Wichtige ist, die Unterlage, die er hier hat, die ist auch ebenfalls aus der Business Class. Die kennt ihr dort. Und auch die Decke. Er kann sich dann auch noch so viele Kissen aus der Economy Class dazu nehmen. Frag einfach nach. Und dann kann man sich den Schlaf noch gemütlicher machen. Dazu der größere, längere Gurt, der halt für die Sicherheit da ist. Hier ist er. Ja. Und was sagst du? Ist es bequem? Kann man da gut drauf liegen? Ich könnte da schlafen, ja, muss ich ehrlich zugeben. Dafür ist es ja da zum Schlafen. Und ich könnte da definitiv schlafen. Auf der Seite und auf dem Rücken. Also für Beidschläfe, beidseitige Schläfe. Auf dem Bauch habe ich nie probiert. Habe ich auch noch nie geschlafen, sorry. Aber es ja. ist auf jeden Fall groß genug hier. Den Flugbegleiter Marcel. Er hat mir das Bett jetzt gerade sehr professionell hergerichtet. Vielen Dank dafür. Und er ist quasi der Fachmann gerade für mich, wenn ich Fragen habe. Und meine Frage ist aktuell noch, in welchen Flugzeugen sich, wo man das buchen kann und ab welcher Flugzeit auch welchen Strecken. Das finde ich nochmal eine sehr interessante Sache. Ja, wir bieten diese Sleepers Row auf dem Flugzeug von München auf dem A350 an. Aha. Und auch auf dem A340, wenn er aus München noch fliegt. Und aus Frankfurt auf jeden Fall auch auf dem A340 und auf der 747-800. Und auf der Version haben wir eben den Vorteil, dass wir dieses Viererbett haben. Auf dem 340 auch. Auf dem 350 allerdings ist es dann die Reihe ein bisschen kleiner. Das ist dann nur die Dreiersitze. Genau, also soll man auch beachten, wichtig für euch zu wissen, in der A350 sind es die drei Sitze und in der 747-8 sind es die vier Sitze. Wichtig zu wissen. Und ab 11 Stunden heißt, welche Strecken werden dann also angeboten? Es werden sehr viele Strecken angeboten, insgesamt 32 Stück. Von München sind es 8 Strecken, die wir anfliegen, zum Beispiel Vancouver, die Westküste USA, Los Angeles, aber auch nach Asien natürlich, also nach Tokio, nach China, nach Singapur. Und von Frankfurt aus sind es sogar 24 Strecken, die da mit der Sleepers Row fliegen werden, also zu 12 Ländern insgesamt. Da ist natürlich auch Südamerika dabei, wie Sao Paulo, Bogota, aber auch Südafrika, also Johannesburg und Kapstadt. Ja, spannend. Das heißt also, die Auswahl ist groß. Ich habe am Anfang ja gesagt, es werden immer 3 Reihen erstmal geblockt für die Sleepers Row. Das heißt, die Chance ist da, aber auch nicht eine große Chance, weil 3 Reihen heißt nur 3 Tickets, also 3 Upgrades für den gesamten Flug sind möglich. Also sollte man sich dann doch frühzeitig entscheiden. Ich kann also nicht schon mit der Buchung diese Sleepers Row buchen. Also ich muss also warten, bis der Check-in geöffnet hat, oder? Ganz genau. Das ist leider nur über den Check-in oder über das Gate buchbar. Aber natürlich sind die Stationen angehalten, diese Reihen auch zu bewerben und natürlich dann zu verkaufen. Gut, das hört sich aber gut an für euch. Wenn ich also so ein Upgrade gebucht habe, ich nenne es jetzt mal Upgrade, also die Sleepers Row, habe ich dann andere Vorteile oder noch bessere Vorteile gegenüber von der normalen Economy? Habe ich dann noch irgendwelche Benefits dazu? Ja, natürlich neben dem Komfort, den man sich natürlich einkauft, hat man auch die Distanz zu den anderen Passagieren, gerade in den heutigen Zeiten. Aber natürlich kann man auch dann den Pre-Boarding-Status nutzen. Das wird dazu gekauft. Das heißt, man steigt vor allen anderen Gästen ein, kann sich in Ruhe einrichten und natürlich auch noch die Distanz zu den anderen Gästen. Aber der Getränkeservice und der Essensservice, der bleibt gleich, oder? Genau, das ist der gleiche Service wie der restlichen Economy Class. Und ab 2023 gibt es ja neue Flugzeuge bei der Lufthansa. Und wie wir da so nachgefragt haben, neugierig waren wir nämlich, wird sich das Economy Class Produkt da nochmal ja, verbessern, würde ich es nennen, und aufgewertet. Und das betrifft auch die Sleepers Row. Ob die dann noch so heißt, ist eine andere Frage. Ich schätze mal, wenn ich jetzt so das höre, was man da so gehört hat an Gerüchten, die ich nicht unbedingt verbreiten möchte, ja, dass das so vielleicht in Richtung Couch gehen könnte. Aber naja, warten wir erst mal ab, was wirklich passiert, weil spekulieren, das ist nicht so unser Ding. Aber wir sind sehr gespannt, was 2023 sein wird. Und hoffentlich
nicht nur hier hinten, sondern auch weiter vorne. Genau. Von den Produkten. Ich denke, es wird sich in der nächsten Zeit viel, viel ändern in der Welt des Reisens und auch in den Angeboten der Airlines. Und ich finde, da macht die Lufthansa einen guten Schritt in Richtung Kundenservice, auch jetzt auch für die Economy, auch im Komfortbereich. Und da kommt mit Sicherheit auch noch mehr. Nur das finde ich von Anfang schon mal sehr, sehr gut. Und man muss auch bedenken, dass diese ganze Entwicklung für die Sleepers Raw unglaublich schnell ging. Das ist untypisch für eine Airline. Also innerhalb von Monaten hat man dieses Produkt gelauncht, weil es ist ja eigentlich gelauncht, es ist nur noch die Frage eines von Wochen. Dann kann man das auch wirklich am Gate buchen. Ich denke, einiges wird noch kommen. Ihr habt das ja auch von dem Marcel gerade gehört. Es werden einige Strecken aufgenommen werden mit diesem Angebot und wir freuen uns auch auf die Zukunft, was noch so alles kommen wird. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen dieses Videos und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch noch auf Instagram und Facebook folgen. Dort haben wir auch einige Fotos bereits gepostet über die Sleepers Row. Oder ihr schaut das nochmal auf YouTube an, da haben wir auch ein volles Review über die First Class hier der Lufthansa auf dieser Strecke gezeigt. Genau, wir fliegen nämlich weiter. Ich wollte noch ein was sagen. Viele haben immer gesagt, oh, ihr habt so über die Lufthansa gelästert in den Videos davor, vor der Pandemie. Ja, das war auch tatsächlich so. Aber im Moment, ich denke, wir bewerten sehr viel unserer Reiseerfahrung neu. Ihr werdet das in den nächsten Wochen merken. Es gibt also etliche Airlines haben einiges geändert und auch die Lufthansa. Und wir merken, dass es an Bord vollkommen anders ist. Und hey, wenn sich etwas ändert, dann kann man doch nicht mit irgendwelchen Gedanken, die mal vor der Pandemie da waren, reingehen und sich damit beschäftigen, sondern man muss tatsächlich etwas neu bewerten und auch sagen, okay, jetzt ist es anders und neu. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind offen dafür und schauen uns das alles an. Tschüss!